Name fiel immer wieder in San Cellini. Andreas Kessler. Genialer Raketenwissenschaftler. Pionier der Lenkflugrakete. Schützenjäger. Trinker. Besessener Nazi. Kesslers Fachgebiet sind Langstreckenraketen. Aber das SOI vermutete Probleme mit der Funksteuerung. Die Zerstörung der Orchidea beweist, dass wir falsch lagen. Sehr falsch. Die Orchidea war ohne Zweifel ein leichtes Ziel für einen Test. Aber wenn die Nazis über lenkbare Langstreckenraketen verfügten, würde das den Kriegsverlauf auf den Kopf stellen. Laut US-Geheimdienst, dem OSS, ist Kessler in Süditalien, vermutlich protegiert von einem Nazi-General namens Heinz Böhm. Ich wurde in die Küstenstadt Bitanti entsandt, um unseren OSS-Kontakt zu treffen. Angesichts der bevorstehenden Invasion Siziliens war es wichtig, die Pläne der Nazis zu lüften. Servus Leute und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge. Hier ist euer Benni von der Vikingschmiede und ja, heute fahren wir mal weiter mit Sniper Elite 4. Und ja, jetzt befinden wir uns in Italien und jetzt müssen wir mal gucken, was wir da noch so an Informationen sammeln müssen und wie wir heute eigentlich umlegen müssen. Da gucken wir einfach mal kurz nochmal auf die Karte. So. Also, wir müssen jetzt da den Hauptpanisal finden. Dann müssten wir da den Funke ausfindig machen. Friedhof müssen wir auch untersuchen. Dann hätten wir da nur so einen Scharfschütze. Ja, ich hätte mal eher sagen, wir gehen heute mal Richtung Scharfschütze. Mal sehen, ob ich das Hauptquartier der Partisanen finden kann. Versuchen wir mal den Scharfschütze auszuschalten, weil der wird uns wahrscheinlich vermutlich die meisten Probleme verursachen. Denn. Du hast mich nicht gesehen. Das ist bloß die große Frage. Sollen wir über die Mitte von der Karte gehen oder eher über den Strand? Ich würde mal sagen, wir marschieren über den Strand. Da oben geiert schon mal der Scharfschütze rum. Den Krach mitgenommen von dem Kanonenboot da, ne? Halt echt wirklich, das Kanonenboot muss ziemlich dicht an einem vorbeifahren.
jetzt haben wir nämlich das Problem. Okay, komm, fahr weiter. Das Hinterhältige, da müssen die nämlich so knapp an einem vorbeifahren, dass ihr den Play entdeckt und da nämlich nicht richtig liegt. Ja, jetzt kommen sie schon wieder. Will ich eigentlich nicht unbedingt da eine zerstören. Das kann nur für uns da eine gute Nutze sein. Auf jeden Fall, dass mir der Hanne noch mit Dings aufkommt. Das hier wird sehr nützlich sein. Dass mir der Hanne noch auf unseren Turm kommt. Oh gut, unsere Spezialmunition haben wir jetzt leider nicht. Jetzt müssen wir bloß gucken, dass wir irgendwie auf jeden Fall uns an unseren Turm da noch hochkommen. Uns da einen jetzt der Kollege da einen da ist gerade keinen Strich durch die Rechnung zieht, was dann schon mal nämlich definitiv ein Problem. Irgendwie Ort zu schleichen. Ja,
nessun altro. Sono tu e io. Dille tue preghiere. Habe wohl alles Verwendbare eingesagt. Also jetzt sind unsere Kollegen alarmiert, oder? Aber vielleicht können wir uns das jetzt gleich zunutze machen. Wenn da einer in den Turm reinpusht. Schätze, ich habe alles eingesammelt. War doch da einer, da hat er drin. Den habe ich jetzt komplett übersehen. Manipulieren wir mal den Generator. Dann gehen wir mal einen Stock höher. Da erkunden wir mal schön die Gegend von oben. Zuerst mal unser Kanonenboot an aus, das geht noch nicht schon seit der Welt auf der Hauptzipfel. So. Zwetschge. So, kommen wir nochmal weiter hoch. Weiter kommen wir ja nicht hoch. Unser Freund führt Tagebuch. Steht sicher was Nützliches drin. Sonst nichts. Auch gut. Ja, Leute. Wenn euch das Let's Play gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Und falls du einfach neu bist, dann darfst du natürlich auch gerne kostenlos abonnieren. Du musst wirklich dafür nichts bezahlen. Das Abo ist wirklich komplett kostenlos für dich.
Und ja, dann sieht man sich bei der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, bleibt gesund, haut rein, eure Weike-Spiele. Bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander.